Wasserstoff spielt hier eine zentrale Rolle im Projekt. Wir möchten zeigen, dass wir so ein Fahrzeug mit einem Wasserstoffmotor ausrüsten können und zielgerichtet auf die Anwendung optimieren können. Innerhalb des Projektes werden zwei Fahrzeugdemonstratoren aufgebaut. Einen als Fahrzeugtransporter, also für Personentransport, aber auch einen für eine Logistikanwendung. Und gerade bei der Logistikanwendung adressieren wir ein Kernproblem beim Wasserstoff, nämlich das Henne-Ei-Problem, keine Fahrzeuge, weil keine Wasserstofftankstellen und keine Wasserstofftankstellen, weil keine Fahrzeuge. Und das kann man bei einer Logistikanwendung mit einer zentralen Tankstelle ausblenden, ja, das Problem, weil man eine zentrale Tankstelle haben kann. Ja. Hier sehen wir unseren 1-Liter-Dreizylinder-Benzinmotor, den wir auf Wasserstoff umrüsten. Und hier diese ganzen Kabel, das ist der Verbau unserer Sondermesstechnik. Wir möchten dann in der Messphase sehr viel über das Fahrzeugverhalten, Motorverhalten auf der Straße selbst lernen. Die Innovation besteht darin, dass wir hier einen Benzinmotor umbauen auf Wasserstoffbetrieb. Das Besondere an dem Antriebsstrang an sich ist, dass es ein serieller Hybridantriebsstrang ist, bei dem wir einfach noch mehr Freiheitsgrade haben, weil wir keinen direkten Durchgriff vom Motor auf die Straße haben. Ja, und so können wir den Motor unabhängig optimieren. Ja. Es handelt sich um ein Forschungsprojekt, ein Konsortialprojekt, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium und Klimaschutz, bei dem mehrere Automobilfirmen, unter anderem unser Partner Ford, als auch die Zulieferer Mahle, Shell, Purem, Umicore und Bosch vertreten sind, aber auch Universitätslehrstühle, um den Forschungsanspruch zu gewährleisten. Da ist das FKFS zu nennen, das IFS von der Universität Stuttgart, als auch das TME von der Universität Aachen. Das Projekt läuft seit Mitte 2021, hat eine Projektlaufzeit von 3 Jahren und wir stehen jetzt gerade kurz vor Beginn der Applikationsarbeiten, um eben einen fahrbereiten Fahrzeugdemonstrator am Ende des Projektes zu haben.